Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Keul, das war natürlich die Schlussbemerkung, hat Ihren ganzen Redebeitrag wieder mal sozusagen völlig entwertet. Ich meine, Sie haben ja gut begonnen, dass Sie noch mal auf die rot-grünen Grundsätze für Rüstungsexporte verwiesen haben, nach denen wir uns heute noch richten. Das hat Sie ja stolz gemacht, uns auch, dass sozusagen diese Grundsätze offensichtlich so weise verfasst worden sind, dass sie heute noch Gültigkeit haben können. Und deswegen, meine Damen und Herren, stützt die Bundesregierung eben ihre Entscheidungen genau noch auf diese Grundsätze, die damals unter rot-grüner Regierung erlassen worden ist. Und Sie haben vielleicht nicht das ganz klar herausgearbeitet, dass jede Rüstungsexportgenehmigung eine Einzelfallentscheidung ist. Dass es also keine Pauschalgenehmigung gibt, sondern über jeden einzelnen Fall muss beraten werden. Und es muss entschieden werden, oder beziehungsweise nach Art des Rüstungsantrages geht es dann über das Außenwirtschaftsgesetz. Und auch dort ist es genehmigungspflichtig. Und wenn Sie sich mit der Genehmigungspflicht der BAFA oder mit der Genehmigungspraxis der BAFA mal auseinandersetzen, dann wissen Sie eigentlich auch, dass viele Dinge, die möglicherweise nicht mal Dual Use, also nicht mal für beide Sachen wirklich einsetzbar sind, aber nur im Verdacht stehen, auch militärisch genutzt werden können, einem Exportverbot oder einer Exportgenehmigung unterliegen. Und dass viele Unternehmen hier große Probleme haben, in verschiedene Länder Dinge auszuführen. Und meine Damen und Herren, die Prüfung und die Genehmigung der Ausfuhr von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern unterliegt letztendlich dem Bundessicherheitsrat. Und ich will noch mal sagen, der Tag geheim, das ist erstmal klar. Den Vorsitz hat die Bundeskanzlerin in dem Falle. Und man muss noch mal sagen, wer alles Mitglied ist. Ja, das ist der Vizekanzler zum Beispiel, der darüber wacht, der ja letztendlich auch bewiesen hat in den letzten Monaten, dass er durchaus sozusagen die Genehmigungspraxis etwas restriktiver anfasst. Das sind die Bundesministerinnen und Bundesminister der Verteidigung, des Auswärtigen, des Innern, der Justiz, der Finanzen, Wirtschaft und Technologie, in diesem Fall der Vizeminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also auch diese Aspekte fließen letztendlich in die Entscheidung alle mit ein und letztendlich noch der Chef des Bundeskanzleramts. Und der Regierungssprecher und der Generalinspekteur der Bundeswehr nehmen an diesen Sitzungen des Bundessicherheitsrates ebenfalls teil. Also da kann man deutlich sehen, es handelt sich hier nicht um einen formalen Akt, meine Damen und Herren, so wie das von Ihnen oftmals sehr verkürzt dargestellt wird, sondern es ist schon ein anspruchsvolles Verfahren und es besteht auch überhaupt gar kein Anspruch auf die Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung. Auch das wird ja immer bei Ihnen manchmal so halb wahr dargestellt, sondern es sind zahlreiche Gesetze und Vereinbarungen zu beachten. Ich habe es ja ganz kurz schon mal angerissen. Kriegswaffenkontrollgesetz haben Sie selbst erwähnt. Und das sagt in Artikel 6 eindeutig, dass Genehmigungen zwingend versagt werden müssen, wenn die Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung, insbesondere bei einem Angriffskrieg, verwendet werden. Also hier sind auch in dem Gesetz ganz klare Regelungen. Genauso das Außenwirtschaftsgesetz fasst das sehr eng über die Möglichkeit der Erteilung von Rüstungsgütern. Es gibt den Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren, der in diese Entscheidungsfindung mit einfließen wird. Und letztendlich gibt es die Prinzipien zur Regelung des Transfers konventioneller Waffen der OSZE. Auch das sind letztendlich die Prinzipien, die bei der Erteilung oder Nichterteilung von Ausfuhrgenehmigungen Niederschlag finden. Und meine Damen und Herren, der Export an Nicht-EU-Staaten und Nicht-NATO-Staaten, das muss man ja auch noch mal ganz klar stellen, der Hauptteil der Rüstungsexporte Deutschlands gehen in EU-Länder, beziehungsweise in NATO-Partner, also in Partnerländer, die in einer gemeinsamen Wertegemeinschaft, in einer gemeinsamen Verteidigungsgemeinschaft organisiert sind. Und selbst diese Exporte werden noch sehr restriktiv gehandhabt. Und wenn Sie sozusagen diese Praxis immer weiter einengen wollen, dann wird es ganz einfach dazu führen, dass überhaupt gar keiner mehr Antrag stellt, weil er keine Lust hat,
mehrere Jahre darauf zu warten, dass im Prinzip eine Genehmigung erteilt wird. Und damit gelten natürlich auch die deutschen Produzenten als unzuverlässig. Und wenn Sie den Ruf erstmal weg haben, dann können Sie auch ganz schnell in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Und die IG Metall, wir haben mal in Ihre Richtung gesprochen, hat ja letzten Jahr einen langen Brief geschrieben an die Mitglieder des Deutschen Bundestages, genau in Sachen Sicherheits- und Rüstungsindustrie. Und sie hat nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, dass hier große Gefahr im Verzug ist, wenn man sozusagen die Restriktionen hier noch wesentlich drastischer fasst. Also sollten Sie auch mit Ihren Gewerkschaftsfunktionären in Ihrer Partei mal darüber reden, dass es nicht nur darum geht, sozusagen die Restriktionen weiter zu erhöhen, sondern dass da natürlich auch viel dranhängt, wenn man das machen will. Und meine Damen und Herren, beiden zentralen Merkmale deutscher Rüstungspolitik sind seit Jahrzehnten konstant. Das ist eigentlich auch der große Vorteil, dass man sich schon vorher darauf verlassen kann, man kriegt eine Genehmigung, man hat die Chance, eine Genehmigung zu kriegen, oder man kriegt sie gar nicht, da braucht man auch keinen Antrag zu stellen. Und deswegen sind deutsche Rüstungsgüter gefragt, keine Frage, aber auch deswegen, weil eben die Qualität auch sehr hoch ist. Ob das, was für Autos gilt, für Elektrogeräte gilt, genauso für U-Boote zum Beispiel oder für Schiffe, ja, für Panzer. Bei den Gewehren scheint das ja im Moment ein bisschen schwierig zu sein. Und meine Damen und Herren, wir liefern keine Rüstungsgüter in Konfliktgebiete. Und Frau Keul, noch mal ein paar Worte zur Mitwirkung des Parlaments bei den Ausfuhrgenehmigungen. Wir haben ja da mehrfach diskutiert in der letzten Legislaturperiode, in dieser Legislaturperiode. Erstmal muss man sagen, das Bundesverfassungsgericht hat es eigentlich auch noch mal klar formuliert, dass sozusagen die Mitgestaltung des Parlaments eigentlich nicht möglich ist bei diesen Entscheidungen. Und deswegen ging die ganze Diskussion, und das wissen Sie ganz genau, darum, wie kann man das Parlament zeitnah besser informieren über die Dinge, die im Bundessicherheitsrat genehmigt wurden. Und das hat sich ja in dieser Legislatur deutlich verbessert, meine Damen und Herren. Der Rüstungsexportbericht muss viel zeitnah abgeliefert werden, und nämlich vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause. Ich bin gespannt, ob Sie dann in den neuen noch vor der Sommerpause einen Blick reinwerfen oder ob Sie sich die Lektüre dann erst danach gönnen. Dann haben wir im Herbst jeden Jahres einen Zwischenbericht für das erste halbe Jahr des laufenden Jahres. Und das erhöht ja die Transparenz über das, was genehmigt worden ist, schon sehr deutlich. Und nach jedem dieser Berichte haben wir ja auch die Diskussion hier im Parlament, meine Damen und Herren, also so, dass aus unserer Sicht die Transparenz hier sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahr deutlich verbessert haben. Und abschließend ist zu sagen, wir brauchen in Deutschland eine intakte Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Die muss wettbewerbsfähig sein, meine Damen und Herren, und sie muss auch weiterhin die Möglichkeit haben, an Spitzentechnologien zu forschen und zu entwickeln. Und da, wenn wir nicht mehr den eigenen Bedarf bei uns im eigenen Lande haben, bleibt letztendlich nur der vielgescholtene Export und die Meinung zu den Exporten. Das haben wir ja in der Debatte, in der vorletzten Debatte schon gehört, was Sie da für eine Auffassung haben zur deutschen Exportstärke. Deshalb würde mich auch nichts wundern, dass da nichts Neues von Ihnen mehr kommt. Ich kann nur sagen, wir brauchen dieses Gesetz nicht. Wir haben einen Weg beschritten zu mehr Transparenz, zu mehr Information des Parlaments. Und ich denke, das ist genau der Weg, den wir auch weitergehen sollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Jan van Aken von der Fraktion Die Linke das Wort.